schon die Seite anpacken, nur mal schon. Also ich weiß, was ich nämlich in der ersten Folge machen wollte, aber ich wusste nicht mehr, dass man das nicht mehr braucht. Wie gesagt, sauber. So, Tür ist offen. Und ja, genau. Häuschen ist offen. Man kann sie ja auch nicht mehr haben. Thank you.
Platz. Von daher. Ich glaube, so gut wie jetzt. Was können wir da nochmal machen? Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht teuer. Na gut, dann schauen wir mal, ob du das versagst. Den Dorfältesten finden. Das kostet dich 20 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Witzig, danke. Das wusste ich selber, dass ich den treffen werde, weil der ist ja wohl. Du bist ein Kassier. Scheiß Schicke. Steine kann man nachher mit dem Power-Handschuh hochheben. Und hier der Älteste? Ach, wir sind gesucht. Der Führer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn die Steine nur sind. Ach, das war's nicht mehr, okay. Hallo. Ach, Sie da, Grimmel. Was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern, Aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylier in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt. Um gegen böse magische Wesen anzukämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen? Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Legende? Ja. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Ja, die schlagen nur Alarm. Das ist ja das Problem. So, jetzt gehen wir auf der anderen Seite wieder raus. Hier war irgendwas auch mit von wegen Bomben kaufen oder so, glaube ich. Pam! Oha Grimmel, dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers, ach ja, Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Oder sind unten nicht irgendwie was mit Ratten oder so? Ich krieg da nicht eine Bombe geschenkt? Irgendwie sowas war das, glaube ich. Ach nee, so, geht's so. Von dem müssen wir nach da schieben. So. Dann. So. So. War, glaube ich, irgendwie falsch. Wenn ich jetzt hoch und runter gehe, kann ich das dann nochmal machen? Ein Glück. Schieben dürfen. Ah! Hier ist aber neben der Tür, wie ihr seht, oben der Riss in der Wand. Wenn ich eine Bombe habe, muss ich auch hier wieder zurück und dann klappt das. So. Der runter.
komme ich an diese scheiß Truhe? Alter. Das kann man nicht angehen. Ich hab doch irgendwie, hab ich irgendwie falsch gedacht gerade. Runter mit dir! Vielleicht soll ich den gar nicht bewegen. Muss ich ja. Aber erstmal. Ja, toll, auch falsch. Ah ne, warte, so? Wie blöd kann man sein? Scheiße. Hätte ich das gleich so gemacht, hätte ich drei Stück auf einmal befreien können. So, 2 Minuten. Es gibt uns keiner wieder. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ich eine Bombe habe, muss ich hier und ich muss mich hier gerade auf den Herz zusammen. Ist doch cool. Haben aber nur noch 2 Bomben leider. Schöne Flaschen. Haben wir hier schon eine neue Flasche? Nein, die dritten Flair, mein Angebot. Hier hätte ich eine ganze Flasche mit Kabel 100 Rubin. Was sagen Sie dazu? Ah, nehme ich. Ich danke für Ihren Einkauf. Hatten Sie dieses Problem? Sie mich hoch. Beehren Sie mit meinem eine magische Flasche, daran hat sich verschiedene Flaschen aufbewahrt für später. Das Ding kaputt. Ich muss was gucken, das habe ich damals immer schon gehabt als Fehler, dass ich die Bomben, wie vorhin schon, ja. Ich dachte, ich habe den Bumerang und dabei war es das Teil. So, was haben wir hier? Und noch ein Herzteil. Haben wir schon halbes Herz? Da läuft ja hier wie geschnitten Brot. Jetzt habe ich aber leider noch eine Bombe und in der Kathedrale brauche ich 2. Deswegen werde ich erstmal hier weiterlaufen und muss mal schnell wieder umdingsen, umswitchen. Dann werde ich nicht aussehen, die Bombe lege und die Bombe laufen. Ich darf es zwar niemandem verraten, sag es keinem Bösen weiter, aber versteckt sich im Palais, nahe des Ostpalastes. Ich zeichne es dir auf deine Karte. Also, hier bist du jetzt. Ja, das weiß ich. Und wo ist er? Im Palais. Das, ich warte mal, ist die von links? Im Schloss? Nein. Das weit. Ach, das ist nicht weit. Dann wollen wir da mal hin. Hallo, hab ich gefragt.
grüß dich, Grimmel. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz der Zoras soll wirklich... Der Schatz der Zoras soll wirklich... Das müsste man sich mal ansehen, richtig? Soll wirklich... Wirklich sein, oder was? Hier wieder raus und dann gibt es wieder extra Krimskrams da. Nee, da kommen wir jetzt nicht rein. Aber von der anderen Seite halt ist das machbar. Und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So. Ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Waffenschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt. Und die drei Amulette erringt, ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Da muss ich ja.
Gut, dann versuche das Amulett des Mutes auf diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lernen. Geh jetzt zum Palast. Schau mal, die Sahne, Keller. So. Palast, ich mach meine Bude kaputt, Digga. Weiß ich doch. Kleinen Abgleiten mal abzuziehen. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Das war's jetzt hier mit Zelda Link to the Past, zweite Folge. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, ab dann werden die Folgen auch ein bisschen länger werden, weil so kriegst du hier kaum was zusammen. Es würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, einen Daumen nach oben, ein Abo oder auch das Video teilt. Wäre sehr geil für euch, Leute, wirklich. Würde mich wahnsinnig freuen. Nochmal würde ich mich drüber freuen, wenn wir uns das nächste Mal in der nächsten Folge wiedersehen, ja? Also, bis dahin, haut da rein!